Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es noch ein SBC-Content, wir haben heute am Start die Tagesanmelde-Upgrade-SBC und unser Topspiel-SBC ist wieder back am Start, eine Woche komplett da und Christian Romero. Genau da gehen wir rein, Freunde, gucken in die Ziele, gucken in den Store, was ist Neues da, gibt es neue Evolution, ja, nein, vielleicht, das werden wir uns anschauen. Let's go und rein ins Video. Und bevor es losgeht, falls ihr meine Tech-Habe unterstützen wollt, nehmt euch gerne kurz die eine Sekunde Zeit, Daumen nach oben da lassen, Dankeschön dafür euren Support, 500 Likes auch heute, mal wieder das Like-Ziel, falls ihr neu seid, dann lasst auf jeden Fall gerne auch die Glocke aktiv, einmal da, ein Abo da lassen, ihr wisst Bescheid, dass ihr auf jeden Fall immer einschaltet und noch kein Abo da gelassen habt, holt es also natürlich sehr, sehr gerne nach und ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord, auch gerne für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen. Ja, und damit starten wir rein, auf ganz entspannter Basis, erstmal mit der Tagesanmelde-Upgrade-SBC und es scheint so, ja, dass heute ein entspannterer Tag ist. Denn wir haben eben, Stand jetzt, nur drei SBCs draußen. Woran könnte es liegen, dass vielleicht gestern Cyber Monday noch war und jetzt eben der Dienstag nicht mehr so wirklich im Black Friday-Cyber Monday-Thema steht? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Wir gucken natürlich trotzdem drauf, was am Start ist. Und anfangen wollen wir, wie gesagt, mit dieser kleinen, aber feinen Tagesanmelde-Upgrade-SBC. Falls ihr es noch nicht komplettiert haben solltet und vielleicht jetzt, könnt ihr es, wie gesagt, noch nachholen, um euch eben das 50k-Pack, was wir uns gestern schon geholt haben, abzuholen in den Zielen. Goldpack nehmen wir natürlich trotzdem einmal mit. Und dann natürlich passend zur Champions League haben wir aber wieder am Start die Top-Spiele SBC. Und wie jede Woche Donnerstag mit den Top-Partien SBCs, auch das eine SBC, die sich auf jeden Fall lohnt. Und diese Woche haben wir am Start zwar seltenes Elektro-Profi-Pack zum einen als Gruppen-Reward. Und dann haben wir zwei Partien. AC Mailand gegen Borussia Dortmund und Real Madrid gegen Napoli. Und das erste, was ich euch auf jeden Fall erstmal empfehle, ist Real Madrid-Spieler verkaufen, auch die Frauen-Real Madrid-Spieler, Napoli-Spieler zu verkaufen, denn gerade hier bei der zweiten Aufgabe brauchen wir sowohl Real Madrid-Spieler als auch Napoli-Spieler und natürlich dann gerne auch mal auf dem, ja, bei euch im Verein abchecken, wie sieht es aus mit AC Mailand-Borussia Dortmund-Spielern, habt ihr da viele Tradable? Wenn ja, checkt die Preise ab und stellt sie auf den Transfermarkt und nehmt auf jeden Fall den Profit mit. Als erstes geht er rein in die SBCs und ich habe da schon mal was vorbereitet, Freunde. Wir bekommen hier nämlich ein Prime Gracious Profi Pack und hier ein Premium Gracious Profi Pack. Und die SBCs sind eigentlich wieder relativ easy. Wir haben 26 Teamspiele, die wir hier insgesamt oder mindestens brauchen, besser gesagt, mindestens 77 Teamgesamtwertung. Wir brauchen mindestens einen Selten dabei. Das haben wir in dem Fall sogar perfekterweise auch gemacht. Und maximal drei aus einem Verein. Außerdem brauchen wir mindestens einen Napoli-Spieler, wie gesagt, und einen von Real Madrid. Wie gesagt, es kann auch von der Frauenmannschaft von Real Madrid sein. Das ist, wie gesagt, komplett egal. In meinem Fall ist das jetzt hier Fran Garcia und auf der anderen Seite Lindström eben von Napoli. Der Rest, seht ihr hier, ist mit Serie A ist auch gut, mit La Liga-Spieler, beziehungsweise jetzt heißt es ja EA Sports Liga sozusagen. Wir gucken nochmal drauf. La Liga EA Sports. Ein bisschen weird. Aber immer noch La Liga-Friends, also La Liga-Spieler, sind hier am Start. Und was habe ich abgegeben? Natürlich Untrades. Ja, in erster Linie Untrades-Spieler abgeben. Geht bitte nicht auf den Transfermarkt. Kauft euch da unnötig für, ja, zu teure Coins irgendwelche Spieler, sondern nutzt das, was ihr im Verein habt. Also, sehr, sehr easy, falls ihr es trotzdem eins zu einem nachbauen wollt. Ich weiß, da gibt es ja ein paar Kandidaten. Gehen wir kurz durch. Ihr drückt Leertaste, falls ihr den Namen braucht. Ihr seht aber die ein oder anderen und die ein oder anderen könnt ihr auch schon an der Frise erkennen oder eben kennt sie von den Namen her. Baba beispielsweise, Raúl García, Lindström ist dabei, Rafa Mir und Jeremy Pino. So, Prime Spieler Pack gibt es da einmal und das machen wir natürlich gleich gemeinsam auf, mit unter anderem den Pack, was ich schon am Start habe. Goldpack haben wir eben abgeholt, Joe Primo Goldpack haben wir schon am Start. Und für AC Mailand, Borussia Dortmund holen wir uns natürlich das Pack auch ab. Was haben wir hier am Start? Brauchen wir mindestens 22 Teamschmied. Easy Game. Mindestens 75 Gesamtwertung. Wir haben 76 erreicht. Wir brauchen mindestens einen seltenen, den wir abgeben. Da haben wir sogar ein paar mehr. Kein Problem. Mindestens drei Länder. Wir haben sogar 9. Mindestens drei aus derselben Liga. Wir haben in dem Fall sogar 8. Und wie gesagt, ein von AC Mailand oder Borussia Dortmund könnt ihr das aussuchen, ist mindestens Voraussetzung. Ihr könnt auch theoretisch mehr abgeben, aber macht natürlich keinen Sinn. In meinem Fall, seht ihr, ist es Ben Sebaini auf der linken Seite und sonst seht ihr, hauptsächlich sind wir in die Serie A gegangen mit zwei Bronze-Spielern, das Ganze noch kompliziert aus der österreichischen Liga und aus der dänischen Liga, also ready to go und der Rest, wie ihr es kennt, natürlich untradable am Start. Erstbesitzer Audero ist dabei, Celik, wir haben Juan, wir haben Deron, wir haben Ben Sebaini, wir haben Rancic, wir haben Kappenberger, wir haben Pasalic, wir haben Schermer, wir haben Vlasic, wir haben Brekalo, wir haben Audero wieder am Start. Ihr seht einige auch noch auf Position, also wie gesagt, 22 Teamschmied, das bekommt ihr hin.
macht dieser SBC auf jeden Fall. Die ist definitiv ein dickes Muss, denn wir haben eben, wie gesagt, 3 Tradle Packs, die wir easy peasy einfach mal so mitnehmen können. Besser geht es nicht. Also das haben wir schon mal Top SBC bei Christian Romero. Da bin ich mir nicht so sicher, denn ich zeige euch gleich mal, oder am besten jetzt direkt, warum auch nicht, direkt mal den Spielplan. Also nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben am Start, und zwar ein Upgrade, wenn Tottenham in den nächsten 4 Spielen, und zwar 1 Sieg, 2 Siege, 3 Siege holt. Das Ding ist, diese Thunderstruck-Profis, die können sich ab dem 24. November, das war vor 4 Tagen, eben upgraden. So, und jetzt zeige ich euch was, Friends. Und das ist natürlich nicht so geil. Und zwar hier auf dem Screen, ihr seht es, und zwar die nächsten Games, die anstehen. Wir haben am 26.11. am Start gehabt, hat Tottenham verloren. Gegen Aston Villa 2-1, das heißt, das Game ist schon das erste Game, ging verloren. Das heißt, aus den ersten 3 Partien, wenn er alle Upgrades haben will, müssen sie 3 Siege holen. Sonntag geht's gegen City. Donnerstag Tottenham, West Ham, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Und dann noch Newcastle. Also Freunde, vielleicht bekommt Tottenham, wenn es gut läuft, sage ich jetzt mal, ein Upgrade vielleicht, beziehungsweise diese Karte von Tottenham bekommt mit, ja, Romero vielleicht ein Upgrade. Es sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Und das muss man natürlich in Bezug auf diese Karten auch immer im Hinterkopf haben. Was sind die nächsten 4 Games? Das würde ich euch kurz mal hier vor Augen führen. Unabhängig mal davon, und das schauen wir uns jetzt an, sieht die SBC wie folgt aus. 1,85 ist er groß, okay. 3 Sterne, 2 Sterne, okay. Mittelhohe Arbeitsraten, okay. Spielerdetails, er kann IV spielen. Herzlichen Glückwunsch einmal dazu. Spurs Premier League Argentinien, okay. Für wen ist die SBC da? Auf jeden Fall natürlich für Spurs-Fans. Wenn ihr Spurs-Fans seid, okay, geht rein, macht die SBC. Wenn ihr Argentinien-Fans seid, ein argentinisches Squad habt, okay, geht rein, macht vielleicht die SBC. Attributdetails, was sehen wir da? Antritt, Sprinttempo, vielleicht ein bisschen low, 76 Anführungsstrichen nur. Wenn wir da die Verhältnismäßigkeit sehen zu anderen Alternativen, gerade in der Premier League, ich werde es euch nachher zeigen, an dem einen oder anderen Beispiel können wir gleich drüber diskutieren. 89er Reaction, okay, ist auch relativ okay, ist in Ordnung, ist hoch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann haben wir 89 Def, sieht gut aus, 87er Physis. Ich glaube, da können wir nicht meckern, das ist auf jeden Fall legitim. Damit kann man arbeiten. So, als nächstes, Freunde der Sonne, sieht es wie folgt aus. Und zwar müssen wir für diese SBC von Romero 2 Segmente abgeben. Was schon mal gut ist, wir haben 2 Wochen Zeit für die SBC. Die Frage ist, will man da reingehen in die SBC? Es ist ein 83er Grader Squad, okay, der ist relativ schnell fertig. Und ein 84er mit dem Team of the Week. Gib ich das Futter, wir gucken gleich auf den Preis von der SBC, ab für diese Karte, wo ich eventuell auch gar nicht sicher bin, ob sie sich weiter upgrade. Und gerade mit dem Hintergedanken, wir haben heute Mittag das Video dazu gemacht, zu den Evolutions. Wie gesagt, das eine Video heute Mittag gekommen, um 13 Uhr. Jetzt heute das zweite Video wieder mit dem 19 Uhr Content. Wir haben eine Evolution-Aufgabe gestern bekommen für Innenverteidiger. Für Innenverteidiger, wo wir gerade den Reaction-Stat, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Video, ich packe euch nachher in die Endcard, den Reaction-Stat definitiv richtig big boosten können. Da waren auch gerade aus der Premier League richtig, richtig viele Alternativen mit dabei und viel, viel mehr, die auch einen höheren Reaktionszeit haben, als jetzt hier dieser Romero beispielsweise. Deshalb sehe ich es jetzt kritisch, dass wir jetzt an diesem Dienstag eine IV-SBC bekommen, dann auch aus der Premier League und dann eben mit denen in Anführungsstrichen nicht wirklichen Möglichkeiten, sich abzugraden. Ich meine, es ist cool, dass dieser Background dynamisch ist, ja, ihr seht das mit dem Blitzen, ist auch dem einen auch gar nicht aufgefallen. Das ist alles, wie gesagt, schön und gut, aber lasst mich einfach mal eure Meinung wissen. Geht ihr rein in Christian Romero? Also ich sage, mein erstes Gefühl, es haut mich jetzt nicht vom Hocker, die SBC. Und ich bin mir auch wirklich sehr, sehr unsicher, ob ich diese SBC mache, weil gerade in der IV bin ich eigentlich persönlich richtig gut aufgestellt. Aber das werden wir gleich weiter thematisieren. Lasst uns erstmal rausgehen und zwar zum nächsten Step, zu den Zielen. Haben wir da überhaupt was Neues, EA? Wie sieht's aus? FC Pro haben wir natürlich, wie gesagt, uns gestern abgeholt. Falls ihr noch Probleme habt, wie holt ihr eure Rewards ab, Freunde? Dann kann ich euch das Video hier einmal auf dem i empfehlen. Werde ich euch hier einmal reinknallen und auch nachher die Endcard. Falls es da Probleme gibt bei euch, da findet ihr auf jeden Fall die Lösung in dem Video. Dafür habe ich es gemacht vor einigen Wochen, wo das erste Mal FC Pro live am Start war. Gestern wieder der erste Spieltag. Das Ganze geht dann weiter mit Spieltag Nummer 2. Und dann eben hier die Aufgabe, gewinne 10 Partien in Rival Champs. Das müsst ihr innerhalb der nächsten 11 Tage und 23 Stunden halt machen. Falls ihr generell noch Probleme haben solltet, auch da gibt es hier ein Video auf dem Channel. Wie könnt ihr euren EA-Account mit Twitch connecten? Dann findet ihr hier auf dem Video, auf dem Kanal einmal ein Video. So rum. So, und jetzt haben wir am Start Live-Segment. Wie sieht es hier aus? Nichts Neues. Seasonal? Nein. Meilensteine?
Nein. Also es sieht wirklich ein bisschen lame aus heute für den Donnerstag, aber ein bisschen Ruhe, Friends. Mal ein bisschen ruhiger, warum auch nicht? Ja, nach der ganz wilden Zeit, viele haben auch in die Kommentare geschrieben, EA bringt so viel raus, was ist denn da los, Flo? Ich komme gar nicht hinterher. Also insofern, glaube ich, der ein oder andere freut sich da auch, dass da was am Start ist. Was ihr auf jeden Fall auch öffnen solltet, ist dieses Energizer-Pack für 10 Coins. Wieder gerne mitnehmen, das werden wir heute machen. Und wir ziehen Spain. Ah, Spain gleich Pain, wir kennen es. Ist es jetzt Roberto, den wir eben abgegeben haben? Okay, zumindest ein bisschen Rating. Okay, geh ich völlig in Ordnung mit. 83er und 84er aus dem 10-Münzen-Pack und Hansson, kein Duplikat, hat sich auf jeden Fall für 10 Coins mehr als gelohnt. 30-Münzen-Pack, ist es schon am Start oder läuft der Timer noch? Wir gucken mal kurz durch, ist da. 30-Münzen-Pack, let's go, come on EA, Abfahrt, komm, Kroatien. Ja. Wie viele Duplikate? Zu viele. Letizier, Banini, Hincapier und wie viel Trade? Nichts. Sehe ich das richtig? Ich habe die Taste gerade gedrückt. Oh Mann. Das ist bitter. Das ist bitter, Friends. Das ist sehr, sehr bitter. Der ist in 7 Stück. Egal, ich werde sie jetzt aus Prinzip discarden, in der Hoffnung, dass es uns Packluck bringt. So sieht es nämlich aus. Und damit starten wir nämlich in die Packs. Das Goldpack, quasi voll lau. Aber hier falle ich diesmal nicht drauf ein. Es ist immer so ein weißer Flair bei den Goldpacks. Das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft von ihr gemacht. Ganz ehrlich, was war das denn gerade für ein Wappen? Irland. Ja. 1000 Münzen. Ey. Freunde, also für einen Bronzespieler macht auf jeden Fall die SBC. Auch wenn es eine kleine, feine SBC ist. Aber einfach mitnehmen. In dem Goldpack kann, wie ihr gerade gesehen habt, auch was Gutes drin sein. So. Jumbo-Pack, Frankreich. LM. Ah, Paris. Das falsche Paris. Das falsche Paris. Dufour. Oh, einige Spieler. Gutes Pack. Und Carlson vom Dach haben wir natürlich auch im Start. Ist aber untrade, muss discarded werden. So, und jetzt haben wir die drei tradable Packs, Freunde der Sonne. Aus den UEFA-Top-Spielen. Und wir starten mit Kostic. Okay. Sagen wir mal so, ist okay. Ratingmäßig guter Start. Wir können uns langsam nach oben entwickeln. Und Coates, Sakko ist dabei, Duda ist mit dabei. Ja. Reine Spielerpacks immer win. Reine Spielerpacks immer ein Win. Da gibt es nichts zu meckern. Prio-gemisches Profi-Pack. Und komm, drück die Daumen, Freunde der Sonne. Nein, leider nein. Traoré und der Rest aber auf die Transferliste. Apropos Transferliste, gehen wir auch gleich noch drauf. Und Prime-Gesch Profi-Pack. Frankreich wieder. Dieses Mal ZOM. Okay. Naja, 84er Rating. Mavropanos und Espino ab auf die Transferliste. Und wo ich gerade Transferliste sage, gehen wir kurz drauf, denn für euch, wie gesagt, nochmal kurz zur Erinnerung, ich habe es natürlich genauso gemacht, wie ich euch eben auch gesagt habe, verkauft eure Spieler aus den jeweiligen Vereinen und wir gehen gerade nochmal durch, haben wir noch welche am Start, viele hier von Liverpool am Start, 2 Stück, nein, also den Rest verkaufe ich dann später, nutze ihn vielleicht auch in Ligen SBCs. So, gehen wir einen Step zurück, Freunde, oder beziehungsweise einen Step weiter und zwar zu Romero. Und da haben wir schon zum Beispiel als Alternative in Gomez beispielsweise. Wir haben Romero als 84er Team of the Week. Wieso, EA? Wieso gibst du uns jetzt Romero als 87er IV als SBC? Hätte es nicht irgendjemand anderes sein können? EA, come on. Also, für 10.000 Münzen bekommt ihr UEFA Marquee Matchups. Beiden Daumen geht hoch. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Ist eine Win-SBC. Gefällt mir sehr gut. 80.000 Münzen. 80.000 Münzen. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass der Team of the Week mit am Start ist. Krass. Also, wenn jetzt nicht der Team of the Week dabei wäre und es nur ein 83er und 84er Wilder Squad wäre, hätte ich, glaube ich, sogar gesagt: Komm, mach die SBC, die ist 2 Wochen da, einfach mal so nebenbei mitnehmen. Ja, unabhängig davon, wie viele Upgrades er bekommt. Aber wo ich jetzt gerade den Spielplan gesehen habe, kann ich die 12% Daumen hoch und 88% Daumen runter irgendwie gerade richtig gut verstehen. Muss ich euch ehrlich sagen. Wir gucken uns aber die Karte gleich on Detail an. Und es ist so irritierend, Freunde, dass wir nur 2 SBCs haben. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber so ist es so. Es ist so, es ist so, es ist so. Wir haben ein Upgrade von 3 Pace,
3 Dev, 3 alles plus 3 Freunde. Was hat sich EA bei dieser SBC gedacht? Das würde ich gerne mal wissen. Ich habe es ja so oft schon gesagt, ne? EA soll mal bitte einfach so eine Push-Up-Nachricht so, oder so eine Text, so ein Textfeld, ja, zu einer SBC dazu schreiben. Warum habt ihr euch für diese Karte entschieden und warum hat die SBC diesen und diesen Preis? Erklärt es mir doch. Erklärt es mir, EA. Also, wir gucken uns die mal an. Mit Anchor. Gut, gute Dev und Physis, 93er IV. Okay, okay. Shadow, ja, okay, es sind 93er IV. Wie gesagt, es ist eine SBC für Tottenham-Fans. Aber, und da sind wir dann, in der Premier League, auf der Position der IVs. Also, Freunde der Sonne, jetzt mal ernsthaft. Vielleicht habt ihr gestern Company aus eurem Freepack gezogen. Company aus dem Hero, Pick oder Pack. Ihr habt vielleicht Diogo Carlos gemacht. Ihr habt Van Dijk, irgendeine Version am Start. Varane, maybe. Ja, Gomez, maybe. So, da stellt sich halt die Frage, Gomez jetzt beispielsweise, hat man jetzt eben als Beispiel, 86er Reactions, wesentlich bei Pace. Und dann packt man hier, wenn man will, ein Shadow drauf. Wenn man will, natürlich aber auch gerne Enko, würde ich tatsächlich jetzt hier favorisieren, damit wir Dev und Physis relativ gut upgraden können. Ja, das ist eine 90er IV-Karte, aber das Potenzial, dass er sich vielleicht upgradet, ist etwas höher, sagen wir mal so, als es bei Romero der Fall ist. Und der Witz an der ganzen Geschichte, ihr seht es am Preis, 45.000 Münzen. Das wäre ein Münzenpreis, oder das wäre ein SBC-Preis, wo ich sagen würde, wenn die Münzen so sind und die SBC so teuer, okay. Aber 80.000 Münzen, ich tue mich da ein bisschen schwer. Vielleicht sehe ich es auch zu kritisch. Aber jetzt mal ernsthaft, Freunde. Silver, King. Wir haben so viele IVs gehabt. Ja, vielleicht habt ihr einfach die Kings beide irgendwie. Ock Bonner ist auch da als Live-Karte. Ich sehe es halt einfach nicht. Ich sehe es nicht. Die Option, die Möglichkeit. Es hätte jeder andere sein können. Und ich glaube, er wäre einfach besser gewesen. Insofern bleibe ich dabei, dass diese Romero SBC für Argentinien-Fans ist, für Spurs-Fans. Ihr könnt natürlich anderer Meinung sein. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Dafür ist das Video auch da, dass jeder sich eine eigene Meinung machen soll. Ich gebe euch meine Meinung mit. Ob ihr der zustimmt oder nicht, ist ja erstmal unwichtig. Wie gesagt, es ist eine Top-IV-Karte. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber ich hätte mir einfach eine andere SBC gewünscht und keine Ahnung, ich kann es nicht 100% nachvollziehen, dass jetzt hier Romero am Start ist. Weiß nicht. Also passt irgendwie heute zu dem in Anführungsstrichen ruhigeren Dienstag. 89 Reactions, alles schön und gut, aber ich habe es eben auch schon ein bisschen erwähnt, Evolutions haben wir natürlich auch, Marauder, ja, Abwehrstärke haben wir da am Start. Guckt euch da auf jeden Fall das Video am besten mal von heute Mittag ab an. Wer da außerdem unter anderem auch aus der Premier League mit alles als Alternative dabei sein und was die dann für ein fast 99er, wir haben sogar welche dabei gehabt, die 99 Reaction haben, richtig gute Reaction-Stat haben, richtig gute Pace-Tempo haben, Def haben, Physis haben. Also insofern schwierig. Ich sag's mal so, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, wenn ihr Bock habt, Freunde, das Video von heute auch noch zu sehen und es noch nicht gesehen haben solltet, dann checkt es gerne jetzt hier einmal ab. Wenn ihr Bock habt, Freunde, dass ihr euer FC Pro Rewards einmal gemeinsam abholt, dann checkt jetzt hier einmal gerne das Video da unten. Da zeige ich euch, wie könnt ihr eure FC Pro Rewards einmal abholen, dass ihr sie dann auch in-game abholen könnt. Alles im Detail in dem Video. Viel Spaß mit den beiden Videos. Viel Spaß bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen natürlich zum neuen Content. Schaltet ein, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.